Ja, dann herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal Thorsten und seine Welt. Heute mal ein Thema, was mir mein Zuschauer gefragt hat. Und das kann ich die Blätter von der Stadt verwenden für mein Becken? Oder soll ich doch lieber auf den Park zugreifen? Oder, Entschuldigung, oder im Wald? Oder kann ich auch die Blätter bestellen? Weil wir jetzt schon mal das Thema haben, die Blätter, ist na klar, falls es noch nicht bekannt ist, viele neue Zuschauer bei mir auf meinem Kanal sind, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, dann erfährt ihr noch mehr über manche Themen, die ich so bringe, oder beziehungsweise wenn ihr Themenwünsche habt oder Themen, die euch interessieren, schreibt es bei mir unten in den Kommentar rein und ich werde mich dann dort sachkundig machen über das Thema und euch dann diese Fragen versuche ich dann dementsprechend mit meinem Wissen oder beziehungsweise mit den Sachen, die mir zur Verfügung stehen, nachzukommen. Jetzt sind wir dabei mit den Blättern für eine Stadt. Wir wissen ja, die Stadtbäume am Straßenrand, da haben wir viele Umweltfaktoren. Das sind nicht nur halt die Autos, die da langfahren, dann haben wir Hunde, die spazieren gehen und dort ihr Geschäft verrichten. Dann haben wir Fußgänger. Dort, dann haben wir Regen in der Stadt, dann haben wir Feinstaub in der Stadt und die ganzen einzelnen Stoffe, wie zum Beispiel auch Schwermetalle, wo ich eher von ausgehe, dass wir die Schwermetalle nicht so das Problem ist in der Stadt, sondern mehr eher der Feinstaub und die Abgase, die sich auf die Blätter ablagen oder auch viele Bäume, nehmen Schadstoffe über das Grundwasser auf und lagern die dann im Frühling in die Blätter ab. Deswegen würde ich euch empfehlen, die Blätter schon mal nicht aus der Stadt zu nehmen und dementsprechend eine Alternative zu suchen. Und die werde ich dann euch jetzt gleich mal noch erzählen. Als Alternative kann ich euch dann nur vorschlagen, kauft denn diese Blätter, die ihr für euer Aquarium verwenden wollt, im Laden. Oder bestellt sie, ist natürlich teilweise ein ganz schön stolzer Preis und hat man natürlich viele Aquarien. Habt ihr die Möglichkeit, vielleicht jemand, den ihr kennt aus dem ländlichen Gebiet, dass er euch da ein paar Blätter sammelt und dann euch zur Verfügung stellt. Punkt 2 ist aber immer noch bei der ganzen Sache, das Einfachste für euch ist, ihr fahrt selber mal in den Wald im Herbst und fängt dort an, hier so ein bisschen die Blätter zu sammeln. Ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr hier Blätter nimmt, die halt nicht zu lange schon wieder auf dem Boden liegen. Also das heißt, dass ihr jetzt nicht nach dem Winter unbedingt die Blätter noch nehmt. Dann würde ich euch raten, sammelt lieber die Blätter, die direkt im Herbst runtergefallen sind. Denn dort seid ihr schon mal sicher, dass da nicht so viele Schadstoffe oder irgendwelche Organismen, die sich eingelagert hat oder schon so ja Pilze, die dann sich eingelagert haben oder beziehungsweise die Blätter haben schon leicht einen Verrottungsprozess begangen, die würde ich jetzt euch nicht raten, im Becken zu legen, denn da werdet ihr ein Problem nachher haben, dass dann automatisch eine Bakterienblüte entstehen könnte, weil dort im Becken, wenn ihr wieder Laub reinpackt, erstmal eine Menge neue Bakterien zukommen und die Bakterien, muss sich so vorstellen, euer Becken muss erstmal lernen, mit diesen neuen Bakterien klarzukommen. Das ist so gesagt, als Vergleich, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schnupfenerkältung kriegt, dann muss der Körper für diesen Virus erstmal ankämpfen, er lernt Abwehrstoffe zu bilden für diesen Virus und genau dasselbe passiert auch bei euch im Aquarium, wenn ihr da neue Sachen reinpackt, unter anderem halt Blätter, denn aus den Blätter zum Beispiel, die ihr gekauft habt, da glaube ich eher weniger, aber Blätter, die ihr dann im Wald gesammelt habt, kann es durchaus sein, dass ihr euch dann neue Bakterien reinholt, wo euer Becken sich erstmal darauf vorbereiten muss. Das heißt, es kann durchaus mal sein, wie bei der Einlaufphase, wenn ihr vielleicht zu viel Laub reingepackt habt, dass ihr so eine kleine Bakterienblüte kriegt, dass das dann so milchig ist. Das heißt, bei milchigem Becken muss nicht gerade den Augenblick schlecht sein. Das heißt, dass da erstmal halt anfangen, die Bakterien sich zu vermehren und irgendwann haben die Bakterien so viel Masse bekommen, dass sie dementsprechend auch keine Nahrung haben
und dementsprechend werden nach und nach euch die Fässer auf der klar werden, weil dann irgendwann die Bakterien, dass die Blätter denn oder euer Becken wieder im Gleichgewicht ist. Ihr kennt so eine Einlaufphase, ihr kennt es, wenn ihr es mal sauber gemacht habt, gründlich, dann kann es durchaus auch passieren. Denn der Vorteil von dem Laub im Becken sind ja Ruminstoffe drin, die sich dann absetzen oder ablösen, aber auch diese Ruminstoffe sind ja dann irgendwann mal verbraucht. Das heißt, dass ihr wieder neues Laub einbringen müsst in eurem Becken, da halt Ehrenzapfen reinmacht. Und da kommt dann, erreicht mich dann auch oft immer wieder die Frage, ich habe kein Kanälbecken, ich habe nur einige Schnecken und Rennschnecken in meinen Aquarien oder zum Beispiel Weise, ich habe auch keine moosartigen Garnelen, sondern die sich an Laub fressen oder mit Laub vertilgen. Das heißt dann, in dem Augenblick würde ich euch vielleicht, wenn ihr es nicht habt, auf flüssigen Huminstoffe verweisen oder beziehungsweise ihr macht Ehrenzapfen rein, dann habt ihr nicht so eine große Masse und ihr habt trotzdem den gleichen Effekt, als wenn ihr halt Laub reinmacht. Aber viele machen die an so ein Becken auch rein, so wie ich es bei mir in meinem Becken auch habe, dass ich das Laub mehr oder weniger dann auch als Deko einnehme, weil es gut aussieht. Aber da dürfen wir nicht vergessen, dieses Laub wird unten dich absammeln im Becken und habt ihr sehr viel Rom, Kies, dann wird es früher oder später im Bodengrund verschwinden. Und wenn der Anteil von Laub einfach zu viel ist, dass die Bodenbakterien es nicht schaffen zu zerkleinern oder auch eure Schnecken, die da drin sind, es nicht zu zerkleinern, ist zu viel, dann kann es schon wieder schon sein, dass ihr da unten eine Bakterienblüte, ich nenne es mal einfach Bakterienblüte, die dann bei euch im Kies entstehen kann. Und das könnt ihr am besten testen, wenn ihr so ein kleines Stäbchen nimmt und einfach mal so ein bisschen durch euren Bodengrund geht. Und wenn ihr dann schon seht, dass da Luftblasen aufsteigen, so ein langsam vollendes Gase, die dann aufsteigen, dann wisst ihr jetzt genau, okay, jetzt könnte ich einen Wasserwechsel machen mit zusammen mit einem Mulmabsauger und dementsprechend kann ich dagegen wirken. Aber da kann ich euch noch einen Rat geben, wenn ihr es mit einem Mulmabsauger macht, im Zusammenhang mit einem Wasserwechsel, seid erstmal ein bisschen vorsichtig damit. Nehmt nicht zu viel raus auf den Bodengrund, dann erreicht dann natürlich genau wieder das Gegenteil. Nämlich viele Sachen aus meinem Bodengrund wieder raus, dann mit dem Mulmabsauger hole ich auch die Bakterien raus, dann kann es durchaus passieren, dass ihr dann wieder ein Ungleichgewicht bei euch im Becken stattfindet und dass ihr dann genau dasselbe hier wieder kriegt, wird belastet, Bakterienblüte entstehen oder auch anderen, schlimmstenfalls kann auch mal das Becken kippen. Aus der Meerwasseraquaristik, da macht man das so teilweise, wenn wir dort zum Beispiel den Bodengrund reinigen. Entweder machen wir es mit dem Wasserwechsel zusammen, aber reinigen wir jetzt den Bodengrund, weil wir zum Beispiel Cyanobakterien haben oder irgendwelche anderen Belege, dann lassen wir das Wasser nochmal durch den Filter laufen, nimmt dann entweder Kohlefilter, Aktivkohlefilter oder normalen Kaffeefilter oder durch den Filterstrumpf laufen, um die feinsten Partikel rauszunehmen und benutzen dieses Wasser wieder. Aber genau das gleiche könnt ihr auch machen in der Aquaristik. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Probleme habt mit Bakterien bei euch im Bodengrund oder irgendwelche Belege, Cyanobelege oder irgendwas anderes, machen die meistens Leute ja. Darüber kommt aber nochmal ein extra Video über die ganze Geschichte, so wie ich es immer handhabe und damit gut laufe, auch in der Meerwasser-Aquaristik, das habe ich daraus gelernt, wie man das eigentlich am besten beseitigt. Und so funktioniert es auch in der Süßwasser-Aquaristik. Da habe ich auch schon meinen Zuschauern mal einen Tipp gegeben. Und der hat gesagt, der hat fast ein halbes Jahr immer mit Cyanobakterien zu tun gehabt und ist die eigentlich relativ gut damit losgeworden mit dem Verfahren. Nimmt einfach wieder das Altwasser, macht es wieder rein. Aber vorher durch einen Filter laufen lassen. Ihr könnt es auch durch einen Aktivkohlefilter laufen lassen. Aber ihr habt dann wieder den Bakterienstamm drinnen bei euch in eurem Becken, den ihr vorher hattet. Und so gesagt, fängt es nicht von vorne an, die Biologie, und ihr habt dementsprechend nicht so viele Belastungen wieder für euer Wasser, weil ihr ja mit dem Wasserwechsel, wenn ihr unten raussaugt, auch viele nützliche Bakterien bei euch aus dem Wasser rausholt. Also, es ist eine Empfehlung von mir, macht es so. Es wird nochmal ein Video
kommen über Cyanobakterien, wie man sie wohl los wird. Und mittlerweile habe ich mich mit diesem Thema schon recht lange auseinandergesetzt, gehabt mit den Bakterien. Und dementsprechend, wenn man sich die Bakterien so anguckt oder lernt, was die Bakterien mögen, was sie nicht mögen, die Bakterien, kann ich euch also sagen, was meine Erfahrung ist, dass ihr die spätestens 2 Wochen wieder los seid. Aber darüber kommt ein anderes Video nächstes Mal vielleicht. Ich muss mal schauen, wie jetzt hier die Zeit bei mir läuft. Im Augenblick seht ihr selber, filme ich woanders, in meinem anderen Raum, sagen wir mal so. Deswegen Aquarium-Videos kommen noch normalerweise, aber ich arbeite jetzt hier schon listenweise ab, will ich mal so sagen, die ganzen Anfragen. Mittlerweile kommen immer mehr Anfragen, ist klar, hat man erstmal einen beantwortet oder beziehungsweise bei mir findet ihr das über die Playliste drüber, desto mehr Anfragen kommen. Und mein Feedback darüber, was ich euch für Tipps gebe, ist relativ positiv. Dass es auch funktioniert, was ich erzähle, dass es nicht irgendwo aus dem Stegreif gegriffen ist. Es gibt immer andere Möglichkeiten, aber sind halt so eine Sachen, die ich so ein bisschen ausprobiert habe und die funktionieren. Jo, dann sind wir jetzt am Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei mir auf meinem Kanal.